die anderen in meiner Stadt. Oh. Keine Waffe. Ich habe keine Aufstelle, ne? Wir haben klare Aussage gestern gemacht. Ach du Scheiße. Heute wird alle wir auf der Weiteröffer. Wenn diese Flagge nicht verzückt ist, werden kein Frieden geben, ne? Moment, welche Flagge? Und dann sei dieses respektlos stecken gewählt. Audi. Wir haben strenge amerikanische Flagge aufstellen vor Wapiti. Blaue Carbon schon wieder. Was ist passiert? Entschuldigung, wenn ich mal kurz frage. Blaue Carbon schon wieder Flagge aufstellen bei Wapiti. Immer noch die gleiche Flagge, die jetzt schon stand, oder noch eine neue jetzt dazu? Sie haben diese einfach nur ein bisschen an der Seite gestellt. Ha? Haben diese nicht entfernt, wie es vereinbart worden. Der war nur in Wapiti. Blaurock. Ach du liebe Scheiße. Wir merken gerade, es wird immer dieses schlimmer. Ha? Die Frage ist, was können wir jetzt tun? Die Frage ist, ob wir wissen, wo sein Blaurock ist. Ob ihr haben sehen. Ob ihr wissen, wo seien. Nein, also. Also vielleicht, also wenn sie nicht in ihrem Vorsitz, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich kann es euch nicht sagen. Ist schon einige Stunden her, wo die hier waren. Ich verstehe das nicht. Ich dachte, gestern hätte man sich doch bei dem Gespräch bereit erklärt, diese Flagge abzunehmen. Aber Peter, du wissen, was sie haben machen? Sie seien diese 3 Schritte vor die Schienen gelaufen, haben die Flagge wegnehmen, seien wieder über Schienen drüber gelaufen, haben genau auf andere Seite wieder aufstellen. Seien diese 4 Schritte laufen. Das sei ihn nicht wegnehmen. Das sei ihn provozieren. Ja, das ist verständlich. Ich kann nicht verstehen. Aber die Bürger der Stadt können nichts dafür. Die greifen ja auch nicht euch an, oder? Wir wollten wissen, wo sei ihn Blaurock. In Rots wusste auch keiner. Was ist mit Saint-Denis? In Steinstadt, wir reiten nicht rein, oder? Ah, okay, okay. Ich kann es euch nicht sagen, ich weiß es nicht. Problem ist, das sind die ja eigentlich auch, ne? Wenn die nicht hier im Fort sind, dann sind die in Saint-Denis oft. Ja, die Sache ist, es, ob die überhaupt noch was sind. Okay, Brennan? Ja? Einmal den Herrn bitte in der Zelle erstmal nur beobachten und einfach mal ein bisschen mit dem reden, okay? Ja, ich geh rein. Dann nicht die nächste Sache, ob die überhaupt noch was sind. Brauch dich. Ich kann eure Wut verstehen. Das ist völlig überflüssig. Machen weg diese Flagge oder die Frieden seien vorbei und das ihr wissen. Es sei denn, du seine Blaurock, ja? Dann du hast ein Problem. Ich werde das weitergeben an den Gouverneur. Ne, dass die Flagge nur Hab ich jetzt mit dir geredet, ja? Nur auf die andere Seite der Gleise versetzt Leute, worden ist. Ja, spielen für mich keine Rolle, wer du sagst. Aber haltet euch nicht an die Regeln. Was du wollen jetzt von mir, ha? Wollen du genauso diese Probleme haben? Die Gebäude, nimm die Waffen weg. Dein Gesicht, ich werde mir merken, ha? Mauer. Beruhigt euch, Leute, nehmt die Waffen weg. Die Frieden werden gerade dieses sehr schlimm beschränkt, aber Peter, das kann nicht sein, dass wir unsere Waffen wegstecken müssen und ihre Waffen draußen haben. Willst du jetzt hier einen Krieg? Nee, aber es kann nicht sein. Wir müssen unsere Waffen hier wegstellen und die dürfen hier mit Tomahawks durch die Gegend reiten, also... Gehen darum, ha? Erst machen Rots dieses, machen dieses Flagge dort aufstellen und wollen uns Bibel andrehen. Jetzt dann stellen Blaurock Fahne auf. Gestern kam ein Gespräch, dass sie sollen wegnehmen. Und sie nehmen einfach die Flagge und stellen dieses 3 Schritte über die Schienen weiter weg. Was sei denn das für wegnehmen? Das sei ihn provozieren wieder. Ich kann verstehen, dass ihr das so empfindet. Wir seien wütend, Peters. Keiner wolle mehr sprechen. Das ist verständlich. Dann auch mal eine Donnerbüchse rausholen, wenn du wolle, na? Da drinnen, na? Leider ist der Gouverneur heute nicht da. Ich kann es halt nur an ihn weiterleiten. Was sei denn mit... Die Blaurock wollte mit mir sprechen. Jetzt sei denn dieses gar nicht da, ha? Jetzt sei denn dieses langsam wirklich wütend. Und die Bauvor werden bald brennen, wenn so weitergehen. Sie sollen sich zusammenreißen. Es lief in diese letzten Monde so gut. Ich nicht wissen, was sie jetzt denken, warum sie auf einmal müssen machen, wieder provozieren uns alle. Jetzt fürs Verständnis, einfach so? Oder gab es da irgendwas vorher? Es gab nichts. Wir haben dank diese Langeweile. Dann verstehe ich das nicht. Mir entschließt sich das auch. Aber was laufen da oben rum, ha? Wo du sehen? Dieses bewaffnete, primitive Bastard, ha? Na, dann kommen her, oder? Was du haben sagen? Bleib ruhig. Was du haben sagen? Komm dieses runter, du. Na, kommen. Gleich. Was?
Scheiße. Kann dir nicht mehr helfen. Ah, verdammt, Scheiße. Auf! Ah, verdammt. Soll ich sie hier hinholen? Aus der Schusslinie. Ah, Scheiße. Kann ich Ihnen helfen, hallo? Bleiben Sie lieber in Deckung. Okay. Ach du Scheiße, was ist hier passiert? Verdammte Scheiße nochmal. Wer liegt denn da? Ich glaube, das ist Sada. Ah, ne, es ist wie ein Anwärter aus. Ah! Und da vorne ist Sada. Gehen Sie in Deckung! Ja. Gehen Sie in Deckung! Gehen Sie in Deckung! Ich, Mann! Ah, den hab ich. Ah, ey, Vorsicht, Vorsicht! Ja, nee, sorry. Das war knapp, dankeschön. Kein Problem. Weiter geht's. Räuchern die aus! Wir sollen nur herkommen, ey. Ah, ja, ich hab einen Pfeil abgekriegt und zwei Kugeln. Ah. Hier liegt auch noch einer von euch, ne? Wo? Hier, komm mal mit. Ich hab den in die Zelle getan erstmal. Ja, damit er aus der Reichweite ist. Ach, das hat er, ja. Bringt ihn nicht in die Zelle, bringt ihn in die Arztpraxis. Ach, ist da jemand gerade? Hier. Hier, direkt hier nebenan. Die Indianer da hinbringen? Bitte? Da vorne liegt doch ein Indianer. Ja, bringen Sie ihn in die Zelle. Warten Sie, geben Sie mir Deckung, ich nehme den Mann. Ja? Alles gut? Ja. Jetzt? Achtet auf die Berge. Berge. Ja, ja. Du Scheiße nochmal. Brauchen Sie irgendwas, Mr. Peters? Nein. Bleiben Sie drin, Mr. Peters. Geht schon. Sind da noch welche? Hast du noch welche gesehen?
noch nicht keinen gesehen. Wir sind aber auch erst relativ spät aus der Metzgerei rausgekommen. Audi. Ach du Scheiße. Ja, was ist das Wort? Emilio? Aber danke dir, dass Sie uns hier beschützt haben. Bitte alle zunächst so weit in Sicherheit gehen. Ja, machen wir. Alles gut. Miss Coleman! Mr. McFlint, komm mal kurz zu mir. Wenn ihr Munition braucht, das geht natürlich aufs Haus. Es sind schon genug Leute hier, darf keiner mehr. Okay, ne, nimm mich mal wegen Bree. Hm? Wegen Bree, Mann, hab ich Mr. Girl. Das ist viel zu gefährlich. Ja, deswegen hab ich gemeint, die Leute sollen... Na, besser keinen hier in die Stadt holen, bevor es jetzt nicht sicher ist hier. Nicht, dass die noch am Rand der Stadt noch und den Leuten auflauern. Ja. Das ist jetzt verdammt schlecht. Ja, ich hatte da was im Vorgarten liegen. Ich hatte da was im Vorgarten liegen hier. Seien Sie bitte vorsichtig, am besten gehen Sie ein bisschen von der Straße runter. Ja, wissen nicht, ob das vorbei ist. Gehen wir mal Richtung Metzger wieder runter, da ist die Kutsche. Ja, wir wissen nicht, ob die ganze Sache schon vorbei ist oder ob das gleich wieder anfängt. Sind die jetzt alle entkommen? Der Indianer, der mich angegriffen hat, liegt in der Zelle. Ehrlich, hast du wo ist meine Frau? Dem habe ich eine Kugel durch die Schulter gejagt. Kannst du mir kurz helfen, den Verband um meinen Arm zu wickeln? Die wollten mit dem Messer auf mich losgehen. Ich könnte ja gerade noch den Revolver in die Schulter setzen. Mach mal hoch. Ja. Scheiße. Schüsse gehört. Wo? Auf der Emerald Ranch. Shay. Ach du Scheiße. Da waren Leute mit Bandana. Ich weiß nicht, ich schmeiß erstmal einen Verband drauf. Ich schreib mal ein Telegramm ans Government. So. Ja, geht so. Ja, bitte. Wenn du nicht, dass das irgendwie Dreck reinkommt oder sowas. Indianer oder? Wenn es weitergeht, sag Bescheid. Ich bin gerade am Schreiben. Die brauchen scheinbar einen Arzt. Indianer, ja, die werden auf jeden Fall einen Arzt bekommen und dann werden sie der Kavallerie übergeben, egal wer. Was machen wir jetzt mit dem Überfall an der Emerald? Wir haben einen Überfall an der Emerald Ranch, ne? Ja, wir haben. Im Moment liegt hier alles. Ich bin auch getroffen, mehrfach. Ja, mich haben sie am Hals erwischt. Es blutet immer noch. Wie kann ich dir helfen? Was brauchst du? Ach du Scheiße. Ne, es wird keinen Austausch geben. Ja. Hallo. Hey. Ja. Ich muss gerade von dem Bett genommen. Howdy, Cat. Howdy? Ich bin etwas angeschlagen. Ich habe mir eben noch einen Pfeil abgebrochen und habe noch zwei Kugeln im Arm. Waren das die Indianer? Ja, die haben darüber berichtet. Eigentlich die Flagge sollte ja irgendwie weggebracht oder umgebaut werden. Jetzt haben die nur auf die andere Seite der Gleise gesetzt. Dann haben die Indianer hier natürlich recht wütend ihren Wut zum Ausdruck gebracht. Und dann gab es hier kleinere Provokationen unter den Bürgern und Indianern und plötzlich ein bisschen eine Schießerei ausgebrochen. Ja, aber ich war gerade in Rhodes und da hatte hier Walker und ein Deputy mir gesagt, dass die Indianer dort gewesen wären. Und aufgebracht waren und auf dem Weg nach Valentine wären. Ja. Mr. Perez. Ja, Können Sie gucken, ob Sie irgendwo einen Arzt finden?
Ich war in Strawberry, da war keiner, im Blackwater war auch keiner. Dann bin ich jetzt hierher geritten, auf einmal werde ich hier beschossen von üblichen Indianern. Schauen Sie also, mal in Rhodes. Aber seien Sie vorsichtig. Das wäre nett. Wie geht's dir? Du bist getroffen worden? Ja, mich hat ein Pfeil getroffen und zwei Kugeln. Der Indianer, der da in der Zelle liegt, hat versucht, mir ein Messer in den Hals zu rammen. Ich hab grad noch, wirst mir den Avi an die Schulter setzen können und abdrücken. Hast du Garrett schon angesprochen, Peters? Ich konnte noch gar keinen ansprechen. Ich war gerade dabei, dem Governor zu schreiben. Ich will die Kavallerie muss ja auch informiert werden. So, sofort. Dui. Hier. Jetzt. Howdy, Cat. Howdy. Wie lange ist das jetzt hier alles her? Ein paar Minuten. Moment. 5 Minuten. Okay. Es könnte auch noch sein, dass noch Indianer um die Stadt rum sind. Also ich habe keine gesehen, als ich jetzt hier gerade reingeritten bin. Die werden wahrscheinlich auch bei der Emerald Ranch sein, weil die da gerade die Emerald Ranch überfallen, anscheinend mit Geiselnahme und sowas. Nee, das waren keine Indianer. Ach so. Deswegen, der wurde auch, Okay. Ich komm einmal hier vorbei. Ich habe nämlich auch eine Nachricht gekriegt, dass der Golden Zirkel gerade wieder in Blackwater war. Gerade nicht. Ja, Mr. Peters, es muss doch nur ein Art Tier sein, weil der hat nur unsere versorgt. Karl Rollins, gerade nicht. Miss Rollins wurde am verbrannten Dorf bei Strawberry überfallen, deswegen mussten wir abziehen. Okay. Danke. Wir lassen die Waffen, die Server das machen. Wir machen hier nicht. Walker hatte mir halt gerade erzählt, dass die Indianer da gewesen wären. Die waren halt wirklich sauer, weil laut Gespräch gestern sollte die Flagge ja wohl da weg. Oder versetzt werden. Darum ging es auch. Und dann kam es zu Provokationen zwischen den Bürgern und den Indianern. Plötzlich hat irgendwer das Feuer eröffnet, dann war es Chaos. Okay. Nee, wir haben noch ein großes Problem. Oh Mann, das alles nur wegen so einer Flagge, ey. Er sagte auch 8 bis 10 Indianer Richtung Wellental. Ich denke mir, gut, dann reitest du da mal hin. Im Road sind gerade auch nur 2 Leute. Der Deputy will sich jetzt wohl hinlegen. Das heißt, Walker wäre da sowieso alleine. Noch einen haben. Ich habe jetzt schon. Mr. Peters. Audi. Ja, Moment, ich bin gerade dabei, das an den Governor zu schreiben. Ihnen alles soweit okay? Seid ihr verletzt? Ja, ich bin verletzt, aber ich muss jetzt erstmal das fertig machen. Dann kann ich mich dann darum kümmern zu bluten. Ich hab's verpasst. Audi. Ich beziehe mal draußen die Stellung. Audi. So, also ich habe auch geschrieben, dass die Hilfe der Kavallerie benötigt wird. Wie geht's dir, Peters? Morgen komm mal her. Bis auf den Pfeil, der noch, wo die Spitze noch in mir steckt. Und die 2 Kugeln, die ich in den Armen hänge. Alles gut. Ich glaube, ich habe eine Kugel im Oberschenkel und eine Kugel im Hals. Na, da haben wir genug Ärzte hier? Einen. Sternheim. Okay. Ich habe Garrett schon angeschrieben, dass er mit Bree sofort hierher kommen muss. Wo sind die denn gerade? In Strawberry. Ich weiß nicht, was sie da machen. Wir wissen, wo die Indianer sind, aber ich habe... Ach gut, dass du da bist auch. Ja. Ja. Was ich kann, wo ist denn ein Arzt? Haben wir einen Arzt hier? Ja. Okay.
Haben wir irgendwo einen Arzt hier? Howdy. Repeat's? Ja. Was ja, wollten also, Sie? Haben wir irgendwo einen Arzt hier? Ja, in der Arztpraxis, Mr. Sternheim, behandelt. Ja. Oh. Ach du liebe Scheiße. Herr Sternheim, wenn Sie mit dem Gröbsten bei den Leuten hier, die hier alle stehen, durch sind, dann kommen Sie mal bitte zu mir. Ich muss auch noch irgendwie, müsste mir noch eine Pfeilspitze rausschneiden. Ja, mach ich. Alles dann, gut. Einmal hier vom Office. Der einzige? Was ist los? Ausnahmsweise die bluten. Entschuldigung. Ich versuche hier gerade ein bisschen Ordnung reinzubringen. Ach so, okay, alles klar. Abzusichern. In Ordnung. Alles gut. Na dann, du setzt dich auf und du wirst auch verletzt. Heilige Scheiße. Ja. Wie viele Indianer waren das denn? War Kenai denn dabei? Ja. Ja. McFlint und Ellie übernehmt einmal hier die Sheriff-Seite. Einmal auf der rechten Seite. Ja, taucht gerade Nachricht von Mr. Rollins. Wie gesagt, das ist der Golden Circle, hat sich wieder in Blackwater aufgehalten. Die haben direkt vom Office irgendwie ein Lagerfeuer, irgendwie so beim Lagerfeuer. Keine Ahnung. Mrs. Rollins wurde wohl überfallen am abgebrannten Dorf. Ja, die haben das da drüben unter Kontrolle. So, jetzt die. Wollen Sie sich kurz hinsetzen, Mr. Fitos? Ja, natürlich, warten Sie. Eine Pfeilspitze, ja? Ja, an der linken Schulter. Was ist los? Ich sehe es auf dem Was ist los? Und dann habe ich irgendwie noch eine Kugel irgendwo im Oberarm links hängen, aber ich weiß nicht, ob die durchgegangen ist. Und am Unterarm habe ich. Ja, und am Unterarm habe ich irgendwie anscheinend noch einen Streifschuss. Ja, sie sehen auch echt nicht gut aus. Na, die haben irgendwie nur meine linke Seite wieder getroffen, die Idioten. Ihre Schokoladenseite, ja? Weiß ich nicht, ob das meine Schokoladenseite so viel war, auf wie ich da schon getroffen worden bin. So, also, warten Sie, ich gebe mir mal eine Spritze, damit sie ein bisschen weniger spüren. Das ist alles ein bisschen notgedrungen, ich hoffe, Brie kommt gleich. Gott sei Dank haben die mich nicht rechts getroffen, sonst wäre es nichts mit irgendwelchen Telegrammen schreiben. Ja, das ist halt. Verdammt, So, ich hol die jetzt da raus. Kann kurz wehtun. Schnell draufdrücken. Mann, ey. So. Ja, das muss genäht werden. Da. Und. Mach das mal gerade sauber. So. Ich hasse falsch. Oh, tiefer einatmen. So. Und durch. Haben wir auch. So. Das haben wir erstmal. Erste Seite notdürftig geflickt. Jetzt gucken wir den anderen an. Nee, der andere Arm. Die rechte ist meine Schreibseite. Also sie hatten da auch. Ach da, das, ja, sie ist. Das ist auch noch ein Durchschuss. Ach verdammt, sie haben auch recht. Mal gucken. Sie ist aber nur wegen des ganzen Bluts. Es ist richtig viel. Ich wisch hier nochmal ein bisschen was weg. Ich konnte hinten nicht sehen. Ist das durchgegangen? Ja, es ist durch. Ist auch nicht das Gelenk oder so getroffen, sondern es ist wirklich nur durch ihren Muskel durch. Ah, tut aber trotzdem ist scheiße schön, weh. Aber es. Ja, eben. Es tut weh, aber es ist zum Glück nicht das Gelenk. Na, wir haben auch. Verdammt. Wollen wir auch nochmal sagen? Gut. Nochmal einatmen. Und durch. So. Oh Mann, ey. Ja, so viel zum Thema Gefahrenlage, ey. Oh. Um die ganzen schweren Fälle hatten Sie sich schon gekümmert? Alle schon, ja. Ich mach's alles notbedürftig nach und nach. Also, das muss jeder halt nochmal ran.
nicht die Zeit habe, jetzt jeden komplett immer durch. Erstmal alles notdürftig geflickt, also genäht, was ich konnte. Teilweise schon ein paar Webbände drauf gemacht, aber das muss ganz, ich halt ganz zum Schluss müssen wir uns auch noch um den Indianer kümmern, der hier in der Zelle liegt. Naja, wir haben hier ein paar, der da liegt, einen ganzen Haufen, wenn Sie sehen. Achso, ich habe gar nicht genau hin. Ich hab's nur rübergebracht. Gucken Sie mal nach rechts, da liegt ein ganzer Haufen. Eieiei. Ach, du lieber. Ja. Ja, okay. Da müssen Ihnen die Kollegen nachher auch noch ein bisschen helfen. Greifschutz. Ja, deswegen, ich hoffe, das Bild gleich kommt. Audi. Greifschutz mache ich auch nochmal sauber. Mann, ist. Bonjour. Audi. Bist du bitte? Ja. Audi. Also, ist das wieder, ist gerade jemand rein? Wie geht's, Adam? Achso, Loros, mir geht's gut, aber Clary, was ist denn hier passiert? Es gab, ja, die Indianer haben klar gemacht, dass ihnen das mit der Flagge nicht passt. Sie sind die einzige Person, die mich und Clary wahrnimmt. Ist das so? Gut. Verdammt. Sie sind erstmal notdürftig gepflegt für ihre Verbindung, sie kommen dann gleich. Also, gerade nach den anderen. Also, man ist ja voll in der Stadt. Ja. Vielleicht die Zivilbevölkerung in eine andere Stadt verlegen, wäre nicht schlecht. Geht's dir, Peters? Schon viel besser, nachdem er Stadt mich behandelt hat. Kann Clary irgendwas tun, weil sonst reiten wir wieder zurück nach New Austin, lieber. Hier ist dicke Luft. Nee, dann reite lieber wieder zurück. Wie gesagt, wir hätten halt eine Ärztin hier, die wir sprechen. Also wir lieber. Herr Starnheim ist im Moment hier und behandelt die Leute. Okay. Ja, wie gesagt, Gerrit, habe ich vielen Dank. Ja. Ja, dann kann man Hadar sagen, wenn er mich hieß. Wenn er gerade. Hallo! Ich bin schon hier, hier. Ignoriert mich nur alle! Audi Clary! Mich nur alle! Audi Clary! Ja, gut, wenigstens löst sich ein bisschen die dicke Luft. Wieso liegt das Office voller Leichen? Weil wir gerade Krieg mit den Indianern haben und jeder Indianer, der sich dieser Stadt nähert, wird jetzt erschossen. Ist jetzt kein Indianer mehr dieser Stadt erstmal. Ja, es ist dann, also man hat erst wütend seiner Wut verbal freien Lauf gelassen. Ich habe versucht, das alles noch zu beruhigen. Dann kam es zu kleinen verbalen Scharmützeln zwischen den Bürgern und den Indianern. Und dann plötzlich hat irgendwer, ich weiß nicht, wer angefangen hat zu schießen. Auf jeden Fall wurde geschossen und dann nahmen alle auf. Jetzt weiß ich, warum die Dächer voller Zivilisten steht. Ja, also ich musste noch einen Indianer, der mir versucht hat, ein Messer in den Hals zu rammen, noch aus nächster Nähe noch in die Schulter schießen. Oh mein Gott, was ist. Wir suchen eigentlich nur Bree, aber. Wir wollten nur, dass Clary sich von Bree behandeln lässt. Soll ich irgendwie da hinten den Herrschaften irgendwie hochhelfen, oder? Wenn genügend Kollegen dabei sind, die euch sichern können. Ich bin da und Cat, also mit Madame Davis, ich weiß nicht, ob sie mich sieht, könnte auch helfen. Cat, siehst du Laurent und Clary? Schwierig. Also nein. Ja, aber Hadar sieht uns, also wenn Hadar mit. Nee, ich sehe nur, wahrscheinlich sehe ich, du siehst mich und ich sehe dich, aber Clary sieht mich nicht. Natürlich sehe ich dich. Ich ja, aber dann ignoriere mich. Dann mache ich doch gar nicht. So. Also, was ist denn der Plan jetzt? Wir helfen denen jetzt da hoch, Clary, und dann decken wir dich. Lass uns mal für Hadar noch versorgen. Hoffen wir, dass noch keiner von denen verstorben ist. Um die Leute, wo sich gekümmert, schon so grob. Nein, ich glaube nicht, weil hier war alles verletzt. Dann kümmere ich mich mal darum. Alles klar, ich zieh mich mal raus. Wie viele Indianer das insgesamt waren? Weil hier liegen ja nur 4. Es waren so um die 10. Okay. Schusswunde. Straße war voll. Die Dame, die hat eine ganz schöne Schusswunde. Tu mal da am besten. Und du Scheiße. Nicht ausblutet. Mit Druck dran binden. War ein bisschen unglücklich ausgedrückt. Oh, ja. Mit den Leichen. Auch ein paar Schusswunden. Ja, vorher habe ich noch Cat. Ich weiß es nicht. Cat? Ja.
Vorher haben wir noch Herrn Fernando nach City gerufen. Okay. Und die Kavallerie hat eine Kiste irgendwo gefunden, im Heu, im Innenhof der von Sissika. Ich habe auch ein paar Infos wegen Guama. Das, das Haus von von Flenders waren heute mehrere Personen drin. Gut zu wissen. Aber nicht identifizierbar, hatten Bandanas im Gesicht. Kannst du dir vorstellen, wie Miss de la Cruz nach Sissika kommt? Nee. Die sitzt die dort nach eigener. Nicht befolgen. Ja, deswegen habe ich den Steckbrief abgehangen. Die sitzt auf Sissika. Vielleicht hat sie sich dann Ewigkeiten hingelegt und hat nicht gearbeitet, damit sie freikommt, als ich sie eingeknastet habe wegen dem Geld, was sie uns verschuldet. Aber nicht befolgen, das ist nochmal eine ganz andere Sache gewesen. Die hat gesagt, sie sitzt da schon seit 2 Monaten und sie hat noch 8 Stunden vor sich. Wenn sie sich hinlegt, wissen wir alle, dass wir das nicht als Haftabsitzen zählen. Ja, ja, natürlich, klar. Dementsprechend, der Aussagen, den ich aufgemacht habe, war wegen der Nichtbefolgen, wo ich ja später herausgefunden habe, dass sie mich wegen ihrem Namen angelogen hat. Und dafür muss er eigentlich noch bestraft werden. Ach so, also das ist das, was jetzt sowieso noch auf sie zukommt. Ja, da kommt noch einiges auf sie okay. zu. Okay, weißt du nur, dass es natürlich habe ich den Steckbrief erstmal runtergenommen, weil es jetzt im Moment... Kannst ja, dann hänge ich ihn nachher wieder auf. Ja, ja, dann hängst du nachher wieder auf. Aber erstmal kümmere ich mich um die Herrschaft, weil die sehen ganz schön zerfetzt aus. Ja, sagst du was. Ja, dann sind wir wohl im Krieg. Tja, das sieht ganz wahr aus. Das wäre das Letzte, worauf ich heute noch Interesse hatte, aber ja. Und ich nicht die Mannstärke in den Osten habe. Tja, wer hat die schon? Vielleicht sollten wir da auch eine generelle Warnung auch an alle County Sheriffs rausgeben. Ich weiß es jetzt. Ich weiß es und ich glaube, Garrett müsste es jetzt auch wissen. Miller und Adams müssen auch mal informiert werden. Verdammte Scheiße. Hier mal wieder ein bisschen abdrücken. Willst du dir einen kurzen Telegramm schreiben können? Ich bin schon, bin schon dabei. Danke dir. Also ich weiß nicht, wie lange die hier noch durchhalten. Nee. Was war das für ein Stamm? Das war, ich glaube, so wie es aussah, waren es Mohawkies. Clary! Das war auf jeden Fall die Häuptlingsdame. Ich weiß nicht, wie lange die hier mir drin noch durchhalten. Und Kenai. Ja. Ist Steiner noch da? Der müsste im Saloon sein. Pass mal auf, ich glaube, Clary. Ich weiß, ich pass auf. Guck da gerade mal mit dem Riechsalz. Ja, dann fangen wir mal da an. Die habe ich natürlich nicht gesehen. Was war dir? Das war der, der mich angegriffen hat. Ich habe 46 Kugeln verballert. Halleluja. Dann ist fertig, die will entspannt werden. Ach, dann soll sie verbluten. Können sie nicht zwingen. Flint, nimm mir die Waffen ab. Ruf dir jemanden raus. Wie gesagt, wenn sie nicht behandelt werden wollen, sollen sie verbluten. Ja klar, habe ich auch viel Shoot-to-Miss gemacht. Gehört doch dazu. Von ihm auch die Waffen. Die, der am Boden liegen, kannst du eigentlich schon, glaube ich, die Waffen abnehmen.
Mr. Peters, kannst du mich hören? Ja. Bonjour, Mr. Sternheim. Ja. Kannst du Brie fragen, ob sie Hilfe braucht? Weil ich kann sie nicht. Clary. Oder Clary ist das, Entschuldigung. Zu viele werden hier, glaube ich, sonst zu voll werden im Office, und ja, wenn die Schießerei losgeht. Alles gut, wenn Clary da ist, ist alles in Ordnung. Und wie gesagt, wir machen eh nur einen nach dem anderen, dementsprechend. Alles gut. Trotzdem danke, Mr. Sternheim. Immer kümmern Sie sich lieber um die Sheriffs und Zivilbevölkerung. Bin ich schon dabei. Merci beaucoup. Komme ich schon wieder nicht zum Pokern heute. Ja, ich habe auch gehofft, dass ich heute nach Amadillo zum Pokern komme. Hatte ich vor. So. McFlint, wenn du so nett wärst. Ja. Ziehen Sie sich mal an. Erstmal in der Zelle machen, damit wir wieder Raum haben. Ja. Ich kann auf jeden Fall noch den Bogen und das Gewehr abnehmen. Alles am besten. Gehen Sie mal da rein in die Zelle, wo zur Dame. Tut mir weh. Gott, stellen Sie nochmal auf und drehen Sie sich mal direkt zu mir. Oh, okay. Ich nicht wissen. Oh. Irgendwas stecken den Arm fest, binden ab. Katori! Okay, sag B. Bin kurz ab. Das sind machen Brüder und Schwestern. Telegramme jetzt außer an Garrett und Laurent sind jetzt geschrieben. Wunderbar, dank dir. Nö, auch nicht zu danken. Attacke. Dann ist fertig. Ist okay. So, einmal bitte zur Tür drehen. Oh, was ich habe. Können festhalten in dieser. Können Sie auch hinten am Rücken machen. Dörf auf ist. Deswegen so stinken, ja. McFlint, ich hab den nächsten für dich. Dame, ja, was, warte mal, ich hab grad ein... Bier. Oh, da liegen noch eines, okay. Bruder. Dann einmal bitte in die Zelle. Oh, da... Oh. Ich will noch die Bruder. Natürlich. Ja, wird dir schon geholfen. Ich mach mal hier auf. Hier rein. Von der Ecke, Bäcker, komm. Gott, ich werde ihn den Waffen von der Schulter ziehen. Kriege nicht wieder? Werden wir sehen. Ich war nicht dabei, das entscheiden die anderen. Hören Sie mich? Hallo? Einer, was los sein? Keine Ahnung, ich bin neu hergekommen. Ich werde dann eben die Handschellen wieder lockern und dann würde ich sie erstmal bitten, erstmal ein wenig ruhig zu bleiben. Ich hab etwas in die Schulter stecken, als ob ich jetzt was mache, ne? Ich weiß nicht, manche von euch machen gerne was. Oh, unterstelle mir so eine Mist nicht. Du manche von euch auch das machen. Froschenkel. Immer sein uns, wenn irgendwas sein. Kappe. Hier stinken, ich wollen hier raus, hier stinken. Diese Froschenkel. Ich dreh hier durch in diese Gitter, lass mich raus. Tori, wie die gehen. Mich ein bisschen meine Arme tun weh. Ja. Wurden jetzt Waffen schon abgenommen, Peters? Ich blick da gerade nicht durch. Ich auch nicht. Oh, sind diese Krieger immer teils, ja, teils noch nicht. Wenn sein verwundet oder warum und ziehen Leute in den Ziel. Und okay. Dann hinter uns her und dann habe ich angegriffen mit Messer. Da. Das ist Werbe, Tiesel. Wir haben anfangen. Ja. Das ist ein
ich mich leider auch nicht mehr erinnern. Ich halt auch nicht wissen, ne? Ich nur wissen, dass oben auf Balkon haben geschossen und dann seien alles ausgebrochen, so, ne? Ich wüsste nur noch irgendwas. Was wir weißer sagen, Mann, was für Waffen Furcht haben. Warte. Wäre. Gut, dann mach ich mal kurz Stopp. Bogen, ja. Wurfmesser, Lasso. Messer, Lasso. Winchester. Meine Tomahawk. Ne, ich hab diese Wurfmesser. Ich wollte auch Fackel. Diese... Fackel? Ja. Ich will nicht mit einer brennenden Fackel über den Haufen geschlagen werden. Okay, Fackel, ja. Mit was, wir sollen den Fackel jetzt anzünden? Und ein Allzweckmesser. Mehr, alles müsste alles gewesen sein. Okay. Bruder, komm her. Oh. Haben was gegen deine Schmerzen. Gott, so Glück, diese. Zum Glück, ich hatte nicht 8Ks Messer dabei, ha? Huh? Ich wäre sauer. Katori! Ah, oh, okay, okay. Erfangen diese. Ich werfe ihn dir rüber. Oh, warte, warte, so. Ich rolle ihn rüber, ha? Huh? Sei ihn da. Hier, steck mir das Ganze rein. Warte! Willst du was gegen Schmerzen? Schmerzen. Oh, viele bei Jelo, ich komme gleich an. Ich komme nicht an. Da sei jetzt schon. Oh, viele bei Jelo. Oh, was ein Staub, ich warte, lass sie mich pusten. Oh, mein Lob tut weh. Erst auf uns schießen. Machen wir uns jetzt dieses Gemütliche oder was sein? Oh, ich müsste mich hinlegen, oh. Mir tut so sehr weh. Keine Ahnung. Narkote existieren nicht mehr. Ja, bleib in Ruhe, Bruder. Ich bin wieder am Meer, wo seien die Rest? Ich nicht wissen. Lass mich wieder. Bitte? Dann können wir ihn direkt in die Zelle bringen, ne? Ja, ich... Was du machen mit meinem Bogen? McFlint! Das ist ihr Bogen? Okay, gut. Bring mal bitte den Herrn auch in die Zelle. Ja, warte, so. Dann gehen in andere Zelle. Nimm den Bogen aus den Händen. Warum rennst du mit dem Bogen rum? Ja, also geh mal rum. Warum du rennst denn überhaupt mit Pickerpfeile drin? Ich kümmere mich mal um den Herrn. Oh. Ich werde ihn mal ganz kurz die Handschellen anlegen zu meiner eigenen Sicherheit. Dann hier raus mal eben kurz. Braucht sonst jemand noch Waffen von euch herzlichen Hilfe? Wie soll denn das passieren? Irgendeiner hat angefangen zu schießen und dann haben alle geschossen. Ich wisse nur noch, dass ich habe gegeben, dass wir eigentlich nicht anfangen. Ich kann dir nicht sagen. Okay. Wenn ich kann wirklich nicht sagen, wer angefangen hat. Und dann auch einmal in die rechte Zelle. Wir wären dieses Dumme. Ich nicht wissen. Ich wüsste nur, dass irgendeiner haben die ganze Zeit so eine Mist rumwerfen, oh, dieses Reden so laut und haben die ganze Zeit beleidigen, oh, mehr ich nicht wissen. Kann ich auch nicht genau sagen. Auf jeden Fall hat irgendwer angefangen zu schießen und dann haben alle geschossen. Aber waren oben auf diese Balkon, die haben geschossen, oh. Ich hatte nicht mal... nicht Waffe ja, in der Hand? Ich glaube, ich hatte nicht mehr Waffe in der Hand. Nein, alles. Ja, schick den. Ah, du kriegst noch mehr von mir. Na. Jetzt bleib doch mal stehen! Notizzettel. Ja gut, halt. Ich glaube, haben nicht vorhaben, nicht mal zu sagen, wer es sein, haben einfach alles. Oder Ellie. Woher sind nur ein paar Sachen. Brauchen Sie noch ärztliche Hilfe, Mr. Peters? Nein. Ich okay. Bin, Herr Steiner hat mich schon versorgt. Ich habe mir die Pfeilspitze rausgeholt. Okay. Den Durchschuss und den Streifschuss. Und war eine, nur meine linke Seite wieder getroffen, die Arschlöcher. Mhm. Immer die gleiche Seite. Ja, das ist doch meistens so. Wo ist denn Hadar? Bei dem wollte ich ja schon mal nachkontrollieren. Der müsste irgendwo hier sein. Ich glaube, da vorne nicht, kommt er, oder? Da kommt da vorne, ja. Ja. Es sei keiner mehr hier, ich glaube. Ich hole mal was meinen Hut. Wir wollen mit jemandem reden da drin. Ja, ich komm. Und wie gesagt, ich
hab keine Ahnung, was überhaupt passiert ist. Hab ich da angefangen zum Sutzen? Ja, aber wenn wir nicht haben anfangen, warum? Damit haben auch schon mal meine Bruder weggenommen. Weil wir seien diese Rothaus, die haben hören, wir seien immer diese schuldig, egal ob wir was machen oder nicht. Bleiben ruhig, ja. Kugel stecken in meine Rücken, was soll ich machen haben? Aber ich seien diese schuldig, weil ich seien diese Indianer. Helfen Sie mal bitte draußen. Bringen jetzt nichts, bleiben ruhig. Ich kann euch nur eins sagen, mir ist das scheißegal, ehrlich gesagt, wer angefangen hat. Ich habe auch eine Pfeilspitze in der Schulter und auch zwei Kugeln abgekriegt. Und warum nehmen du da nicht fest, diese, wo standen auf dem Balkon? Warum du nehmen Indianer fest? Weil ich nicht sehen konnte, wer angefangen hat. Ich muss jetzt erstmal mich erkunden. Aber seine Wort mehr sehen, unsere Wort ja nichts ich bedeuten, weiß, wenn er diese Rothaut. Das habe ich nicht gesagt, aber ich muss erstmal nachhören bei den Leuten, wer angefangen hat. Das wird sich schon rausstellen. Wir sitzen hier jetzt einfach drin, müssen jetzt warten. Tut mir leid, aber ich wissen... Aus ich wissen, wie das sich sei das hier kochen. Ich wissen, das gut kochen. Ha? Aber wir seien alle gerade dieses sehr verletzt. Was sollen noch machen? Ha? Warte bitte ab. Genau. Wäre ein erstes Mal, das Bleichgesicht, Bleichgesicht einmal in Rothau können sein Schuld. Warte ab. Keine Ahnung, wer so blöd war, wer angefangen hat zu schießen. Auf jeden Fall war es nicht besonders gut. Dass diese Dreckshuhnböcke wiederkommen. Hat einer von euch beobachten können, wer angefangen hat mit dem Scheiß? Ja, die Indianer, sagt Sternheim. Ja, bitte. Mr. Sternheim. Und Gefängniskutsche? Machen wir das mal fertig. Brauchst du Hilfe? Ja, du kannst die Sachen holen dann. So. Okay. Und Sie sagen, die Indianer hätten angefangen zu schießen? Ja, haben sie. Definitiv. Sagen die anderen auch alle. Jünger hat noch gesagt, irgendwas mit Rothäuten und dann haben sie angefangen zu schießen. Indianer sagen, vom Balkon wird zuerst geschossen worden. Nein. Okay. War ja oben mit Mr. Callahan. Die haben uns beleidigt und dann irgendwer hat, ich weiß nicht, unten oder ob es Cole, irgendwer hat gesagt, irgendwas mit dreckigen Rothäuten und dann haben sie diese, ich glaube, das war diese, die Häuptlingsdame, Katori, gesagt, was hast du gesagt oder so, und dann wurde von deren Seite geschossen. Okay. Und ab dem Moment haben wir nur verteidigt. Ich hab's gar nicht gesehen, ich hab nur gesehen, dass plötzlich geschossen wurde. Dann habe ich auch nur eine Deckung gesucht und zurückgeschossen. Wir waren ja oben, Mr. Kellerman ist, und haben das halt gesehen. Also es wird definitiv von Indianerseite zuerst geschossen. Aufgrund halt Reaktionen, also irgendwer hat halt eine Menge gesagt, er hat irgendwas mit dreckigen Rothäuten und dann haben die halt, ging es halt los. Ja, mein Rob. Kannst du ein paar Sekunden... Hatte Mr. Peters noch keiner angelegt? Ja, natürlich, komm sofort. Wo sind die denn? Ich zieh nochmal das Hemd aus. Vorne im Regal. Okay. Oh Mann, ey. Gut, dass Clary da ist. Ei, ei, ei. Hier, bitteschön. Und der linke Arm, wie du siehst, ich wische hier jetzt alles nochmal sauber. Hat alles noch ein bisschen geblutet. Mr. Peters, Sie sollten ein bisschen Messer ausweichen. Ist das so? Ja, dem ist so, eindeutig. Fangen wir mal unten mit der Schürfunte an und machen einen Verband. Erstmal Salbe. Irgendwie ein bisschen durcheinander. Das ist ja das dritte Mal oder so, dass ich in der Stadt angeschossen wurde. In Valentine, ja? Mhm. Generell nur hier so. In Valentine, oder? Nur in Valentine. Ach so, ja. Salbe drauf, jetzt machen wir... Der Streifschuss und der Durchschuss sind Nummer 13 und 14. Und, genau, und da nochmal ein bisschen Salbe. Der Pfeil Nummer 15. Vielleicht sollten Sie Valentine meiden, für Ihre Gesundheit. Würde ich gerne. Ich versuche eigentlich auch mal meine Besuche kurz zu halten. Ich hoffe, sie knüpfen sich die Blaurücke vor, die Kavallerie, wenn die wirklich da die provoziert haben. Das ist halt... Verdammt, ey, wir dürfen es wieder ausbaden. So, überall Salbe drauf, machen wir einen ersten Verbund. Unterarm, so.
Ich bin froh, dass es diese Taschen jetzt gibt. Hab jetzt fast alles verbraucht. Mr. Sternheim, von wem haben Sie denn die Informationen, dass die Indianer als erstes geschossen haben? Ich hab's mit Mr. Callahan gesehen. Wir waren oben auf der Büchsenmacherei. Okay, merci beaucoup. Wissen Sie, wo Mr. Callahan gerade ist? Ich weiß nicht, wo Cole gerade ist, tatsächlich. Nein. Okay. Der war beim Salon. Vielleicht ist er jetzt bei der Bäckerei. Okay. Kann sein, entweder der Salon oder Bäckerei. Ja. Wie gesagt, wir standen ja oben und dann gab's halt da ein Wortgefäß. Irgendwer hat gesagt, dreckige Rot heute und dann haben die losgeschossen. Oh, okay, gut, dann weiß ich Bescheid. Naja, das kann ich bezeugen, dass ich das dann sehr schnell hochbekommen habe. Ja, ich versuche gerade nur im Allgemeinen herauszufinden, was jetzt genau wie passiert. Alles gut, alles gut. Wir haben von oben halt, so wie also ich und Mr. Cole das weggenommen haben, haben die zuerst. Wir haben danach okay, auf jeden Fall nur reagiert. Ich würde sie dann bitten, dann an die örtlichen Sheriff sich zu melden, zwecks einer Aussage. Oh, sie ja, so wie Mr. Callahan. Merci beaucoup. Mach ich. So, jetzt den Durchschuss noch verbinden. Dieser ganze Arm weiß voller Verband. Ja. Ja. Das macht man nicht alles. Ja. Wenigstens hat es mich nicht so schlimm getroffen, wie das letzte Mal, als ich hier war. Ja, immerhin. Immerhin. So, da nochmal rum. Muss ein bisschen den Arm anheben. Könnte ein bisschen wehtun. So. Moment. Da. Gut, okay. Reicht. Ich bin durch. So. Audi. Hallo. Peters? Ja? So, können wir wieder runternehmen. Wir wollen gleich mit dir einmal reden, wenn du fertig bist. Ja, okay. Dauert nicht mal lang. Nach dir, verdammt. Alles klar. Ich komm. So, jetzt noch die Pfeilwunde. So, machen wir es auch gleich. Mein Mann. Oh, Billy, bist du raus? So, dann machen wir das einmal so. Gut, haben's. Entschuldigen Sie den Anblick, Miss Oakley. Ich weiß, es sind viele Namen. Ich habe gerade eben auch jemand behandelt, der hatte genauso viele. Also von daher alles gut. Gib ihr nochmal eine Spritze gegen die Schmerzen. So. Gott, oh Gott. Ach, so eine... Sehr schrecklich. Ach, danke schön. Oh. Sie können sich wieder anziehen, dann sollte ich erstmal gehen. Vielen Dank. Wenn man einfach dann sieht, wenn jemand Schmerzen hat. Morgen nochmal nachkontrollieren lassen und dann gucken, wie sich das über die Nacht alles entwickelt hat. Oh Mann. Danke, Sir. Ach, immer gerne. Deswegen ist man ja Arzt, um helfen zu können. Aber ich muss ihm natürlich nachher auch noch was zustecken. Hoffentlich vergesse ich das nicht. Mr. Peters, ich habe von keinem jetzt groß. Mr. Peters, brauchen Sie vielleicht Whisky? Garrett. Ah. Und die haben, wie gesagt, die haben extra nach dir verlangt gerade. Geht's soweit? Audi. Ja, hier die Dame wollte mit dir reden. Audi. Wie deine Name seien? Harry Peters, US Deputy Marshal. Peters, das tun mir wirklich leid, das haben angegriffen, aber du haben geschossen auf Brüder und Schwestern und ich musste irgendwie verteidigen. Ich wollte nicht niemals persönlich jemanden wehtun. Schon gut. Und Gott sei Dank habe ich dich nicht direkt umgebracht. Wollte ihn das nur sagen. Alles gut. Kann im Eifer des Gefechts passieren. Hm. Ah, oh, meine Schulter. Und bei dir alles in Ordnung? Eieiei, ist hier viel Blut. Rausreiten oder was passieren? Sein wirklich dieses Rausreiten lassen uns hier alleine? Garrett ist hier. Ah, sehr gut. Ich ist ein bisschen aufgebracht. Kann ich mir vorstellen. Er wollte nur mal Freizeit genießen. Ich kann nicht mir vorstellen. Er kann dich dann nicht alleine lassen. Nicht einfach. Das wäre auch sehr schön, wenn sich einer der Sheriffs mal um die Gefangenen mal kümmert. Wird sich doch gerade, oder nicht? Nein, wird sich nicht. Ich habe eigentlich gerade Parker drauf angesetzt. Ja, weil du ja schon mal. Weiß der Mann nicht anders haben verdient.
kotze mich eigentlich, ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Dementsprechend wäre es besser, wenn es jemand macht, der dabei war. Ich bin auch keine gute Gesellschaft über den Mohakis. Und ich auch nicht. Ich wollte jetzt schon als essentlicher Froschinkel. Irgendwer sollte allerdings jetzt mal reingehen und sich wenigstens zur Verfügung stellen. Ja. Kommen Sie mal kurz mit? Aber du auch. Großer Krieger. Ja, Miss Coleman macht das am besten. Ja, dann bin ich wieder mir. Okay. Nee, wieso? Ich wollte gerade die beiden Herren hinter dir ansprechen. Da können die ja sicherlich auch noch was machen. Die Leute unterhalten werden. Genau, dass jemand da ist, der mit ihnen sprechen kann, wenn sie mit jemandem sprechen wollen. Kann einer der beiden Herren bitte mal reingehen? Jawohl. Ja. Dankeschön. Können auch gerne beide, ja, beide gehen. So. Alles gut, Miss Coleman. Wir wollten jetzt. Ich gehe da mal mit rein am besten. Bin nicht mit der Peitsche kommen. Peters, wie geht's Ihnen? Ja, ich bin, hab einen Pfeil abgekriegt und einen Durchschuss und einen Streifschuss. Ich hab's geht gesehen, die eine wollte ihn ans Leder. Ja, dass er da, hab ich noch die Hand dazwischen gekriegt und hab ihn noch einen Schuss durch die Schulter gesetzt. Er hat sich eben bei mir entschuldigt dafür. Gott sei Dank hat Glück gehabt, dass ich hier nicht die Birne weggeschossen habe. Ja. Wollen wir fix die Aussage aufnehmen, ist der McFlinder da? Wenn sie nichts ausmacht, gehe ich kurz noch vorher hinten Wasser holen. Ich muss natürlich, was trinken, der Schulter. Natürlich. Ah, oh, das zieht ganz schön in der Schulter, verdammte Scheiße. Was ist denn? Scheiß Pfeile. Scheiße. Howdy, Garrett. Ich bin sofort für euch da. Alles gut. Ich muss mal ganz kurz pinkeln gehen, ich bin sofort wieder da. Du, das kippt aber ja nie um. Nein, ich versuch's. Ich bin dann nur noch, es ist dann in diese Tür und ich kann in die Augen auf, von die Seite auf unsere Seite und dann hab ich mich zurück. Entschuldigung, ich muss dringend mal pinkeln gehen, ich bin sofort wieder da. Lassen Sie den Kopf reden, ich kann dir eines sagen. Brüder und Schwestern haben Bögen oder Tomahawk in Hand haben und zuerst fallen diese Schüsse. Das ist wissen von diesen Balkonen, von eure Holzfinger sagen. Es sei ein scheiß Rothaus und machen sich runter. Wir sagen, es sei haben Block, die gelbe Weste anhaben und sagen, seien eure Holzfinger. Und gelbe Weste ist dann. Das sein, dieses erst entführt werden. Katze ist gekommen. Ich muss mal ganz kurz meine Katze was zu essen geben. Du seien doch aus dieser Armadillo, ne? Auch fragen in diese Landstadt, da haben wir waren vorher und haben sagen, wir reiten hierher, um euch zu fragen. Und da wir haben auch nicht diese Tiefen machen, aber mit diesen Sternenträger reden. Und haben sagen, wir reiten nach Wellenheim und darf weiter fragen. Und wir können diese fragen. So. Oh.
irgendwann auf die Flieger kommen. Also. Was ist denn da passiert? Was ist mit Hadar passiert? Was ist mit Hadar passiert? Der ist gerade, der wollte nach Garrett schauen und ist umgekippt. Ach du Scheiße. Hat doch gerade schwer geatmet. Aber man kann den Leuten ja auch sagen, ich hab zu dir zweimal gesagt, setz dich hin, verdammte Scheiße. Oh. Das funktioniert nicht. Du musst gar nichts, hier kennst du genug Sheriffs. Wenn Ada erfährt, dass er das eine Schießerei mit okay, ihm war, dann ist hm. Laut Aussage Indianer können sie sich noch erinnern, dass der Schuss vom Balkon kam. Laut meinen Informationen waren auf dem Balkon Sternheim und Callahan. Die groß. Beiden, die bezeugen, dass wiederum schlafen. Der Schuss vor allem der erste Angriff von den Indianern kam. Die Frage ist, war es ein Pfeil oder was? Sie sagen, es wurde als erstes von einem Revolver repetiert. Ich habe auch einen Schuss gehört und dann kamen ganz, ganz viele Schüsse. Und sie meinen halt, die Indianer hätten nur Tomahawks und Bögen in der Hand gehabt. Mhm. Und wenn wir vielleicht mal beiseite gehen können, nicht, wo die alle stehen. Alle, die am Boden lagen, hatten wirklich keine Schusswaffen in der Hand. Sie sagen alle, dass es von dem Balkon kam und die vom Balkon sehen wieder eine andere Aussage. Und es wurde halt immer ein Schuss genannt. Also, was jetzt... Ich sage auch, es war ein Schuss und dann kam plötzlich, haben alle geschossen. Ja, und wie gesagt, die sagen halt, die haben keine Schusswaffen, also keine Patronenwaffen in der Hand gehabt. Und ich muss sagen, ich habe auch kaum, also nur einen mit einer Henry gesehen. Also der Rest hatte große eigentlich Bogen und Tomahawks eigentlich Hand. Ich habe ein paar Winchesters, es sind ja auch einige, waren 10 Leute hier in der Stadt. Aber hatten die Indianer Schusswaffen in der Hand als oder nur Bögen und Tomahawks? War nicht genau zu sehen, es waren zu viele. Okay, verständlich. Nee, das versuche ich nämlich gerade rauszufinden, weil letztendlich ist von beiden Seiten ist ein Schuss gefallen. Wie war denn das hier überhaupt? Es waren einige mit Gewehren bei denen dabei. Wie waren die denn? Waren die sehr aggressiv oder wie ist irgendwas passiert, dass das überhaupt? Die kamen alle schon rein mit Tomahawks und Bögen in der Hand, waren extrem wütend. Ja. Über die Kavallerie und darüber, dass sie die Flagge von vor den Gleisen hinter die Gleisen gesetzt haben, also ein paar Meter versetzt haben. Und waren auf der Suche nach der Kabel. Ich weiß, dass die auf Sissika sind, aber das war das Letzte, was ich ihnen gesagt habe. Ich habe gesagt, ich weiß es nicht, kann ich ihnen nicht sagen. Und dann irgendwann kam aus dem Büchsenmacherladen, nachdem ich die Herrschaft schon aufgefordert habe, die Waffen wegzunehmen und sich und ruhig zu bleiben, dann der Ausspruch, verdammte Roßhaut oder irgendwie was. Und dann fiel der erste Schuss, ich weiß leider nicht von wem. Und dann wurde ganz viel geschossen. Das ist jetzt, müssen wir um ganz ehrlich zu sein... Und ich sage auch ganz deutlich, die Indianer haben auch mehrfach mit Gewehren von der Kirche aus und etc. Also die Indianer haben auch fleißig geschossen. Alles gut, wie gesagt. Es ist, wie gesagt, um offen und ehrlich zu sein, um Krieg zu verhindern, müssen wir halt jetzt wirklich genauest arbeiten. Herausfinden, wer den Schuss hat. Weil wenn wir jetzt Indianer einsperren und letztendlich wirklich, sagen wir mal, unsere Wendentaner Zivilbevölkerung geschossen hat, dann sieht das... doof aus. Und dann ist das auch doof und dann kann man auch mit Friedensgesprächen nicht mehr wirklich agieren. Ich habe auch erst das Feuer angefangen zu eröffnen, als ich gesehen habe, dass Bürger beschossen werden. Da habe ich halt angefangen, auf die Indianer zu schießen. Alle, die ich befragt habe, haben halt gesagt, sie können mir nichts sagen. Und die einzigen, die was sagen, sind Callahan und Sternheim, die auf dem Balkon waren. Und die Indianer, die vier Indianer da drin sagen, der erste Schuss kam vom Balkon. Wie gesagt, ich stand ja gegenüber, aber ich kann es nicht mit Gewissheit sagen. Ja, das ist jetzt das Riesenproblem, vor dem wir stehen. Mhm. Weil, wie gesagt, ich meine, ja, Indianer hin und her, aber letztendlich hieß es damals, Indianer gleich zu behandeln wie Weiße. Ja, natürlich. Und wie gesagt, sensibel müsste es gemacht werden, weil sonst haben wir das Problem, wenn wir sie jetzt einsperren und es wirklich rauskommt am Ende, dass der Schuss von der Zivilbevölkerung kommt. Also das Wort Gefecht. Fing eigentlich damit an, dass Herr Sternheim sich eingemischt hat und die Herrschaften darauf aufmerksam gemacht haben, dass sie sich halt über die Regeln in der Stadt hinwegsetzen mit den Bögen und Waffen und etc. Ich habe daraufhin beruhigend eingewirkt und dann kam halt zwischendurch dieser Zwischenruf mit den Rothäuten.
Daraufhin ist einer der Morkis vom Pferd gesprungen und wollte ihn zur Rechenschaft ziehen. Und wir haben vielen Schuss. Na gut, das könnte rein theoretisch sein, ne? Dass dann einer geschossen hat hier aus Valentine, um halt Sternheim irgendwie zu verteidigen. Ja, das ist das Problem. Ja, oder den Bürger, weswegen der gerade vom Pferd gestiegen ist. Ja, aber es kann auch sein natürlich, dass sie auf die Indianer auf scheiß Rothaut reagieren haben. Das ist jetzt echt schwierig. Problem ist, wir wissen, wie die Indianer gegenüber Valentine-Bürger gegenüber Indianer sind. Ich kann durchaus verstehen, dass der Indianer ist vom Pferd gesprungen und wollte quasi zu dem hin, dass derjenige dann vielleicht aus Notwehr das Feuer eröffnet hat, kann gut möglich sein. Aber wäre das Notwehr? In dem Fall glaube ich, wenn jemand mit dem Tomahawk vom Pferd steigt und auf einen zu will, kann man so werten. Ja. Sehe ich auch ein, weil die Indianer meinen halt, ja, wir bestrafen ja eh immer nur Indianer und das wäre ja mal was Neues, wenn wir wirklich die Wahrheit nachgehen und die Weißen, die dafür verantwortlich sind, einsperren. Weil wenn wir jetzt wirklich, wie Hadar das machen will, nach Sissika, die kriegen alles, was wir abgenommen haben, nicht mehr wieder laut Hadar, können wir Friedensgespräche vergessen. Mhm. Bin ich offen und ehrlich. Ich meine, letztendlich, ja, man müsste demnach, wie gesagt, handhaben, eigentlich ist wieder Aussage gegen Aussage ist das Problem. Bräuchten vielleicht mal die anderen Indianer, die vielleicht dabei waren? Ja, die werden ganz bestimmt kein Wort, also nicht mehr friedlich hier auftauchen. Das ist die Frage. Ziehen wir durch, bringen die nach Sissika und riskieren, dass die Friedensgespräche nicht funktionieren? Ich meine, wir haben da drin Katori sitzen. Wie viel würden die denn kriegen allgemein jetzt wegen der Sache? Müssen sie Hadar fragen. Aber wie gesagt, wir haben halt da drin halt Katori, das ist halt die Häuptlingsdame der Mohaki, soweit ich weiß. So und wenn wir die einsperren und sie das alles mitbekommt, so im Sinne, ja, es wird nicht ermittelt und... ist doch fraglich, ob wir die überhaupt sicher nach Sissika kriegen. Das ist die andere Sache. Und es kann ja sein, dass die Indianer den Weg nach Sissika kennen, weil sie schon mal nach Sissika gekommen sind und jetzt die Straßen dort entweder abpatrouillieren oder mit mehreren Leuten Hinterhälte dort planen. Das kann sehr wahrscheinlich sein. Also, wir haben nicht mehr wirklich die Mannskraft. Was wir noch finden werden. Ja, es wird. Ja, und wir haben nicht die Mannskraft, eine Horde Indianer, wer weiß wie viele, 200 plus vielleicht, gegenzustehen. Geschweige denn, dass die Kavallerie da ist. Die bräuchten wir jetzt auch hier. Richtig. Also mein Vorschlag wäre, wenn wir sie dafür bestrafen, in Valentine Office zu lassen, zu unserer Sicherheit, explizit, und sie dann gegebenenfalls gehen lassen, oder halt wirklich jetzt in der Zeit, wo sie in der Zelle sind, weil so viele Sheriffs die Einzelgespräche mit der Zivilbevölkerung machen, befragen, wie es war, und dann alles zusammentragen, um gucken, ob da irgendwelche Unstimmigkeiten sind. Also wenn, dann würde ich den sowieso nur schwierig. Was ist ein Taylor, Brüder? Ja, man kann das jetzt so machen, die übrigen Sheriffs, so wie es der Laurent gerade sagen, die übrigen Sheriffs hier reden jetzt mit der Zivilbevölkerung, die halt dabei war, mehrere Aussagen einzuholen. Mr. Hadar müsste dann mal mitteilen, was das Strafmaß jetzt allgemein wäre, und dann würde ich auch vorschlagen, dass die Leute hier bleiben. Und vor allem meine Empfehlung, weil Hadar die ganzen Waffen nicht mehr zurückgeben will, auch risikoreich, weil das sind alle Stammesbögen, die wir abgenommen haben. Also dann, wenn dann eher die Schusswaffen einbehalten, Patronenschusswaffen. Dem geht's auch zu gut, oder? Also, wie gesagt, er kam zu mir, hat dem, gesagt, alle Waffen in den Blödel da auf dem Muli, der meint, aus der Stadt galoppieren zu müssen. Okay, dann werde ich das mal so an Garrett weitertragen, dass alle Sheriffs, die noch irgendwie fähig sind, weil die Zivilbevölkerung Einzelgespräche tun, gründlichst ausfragen, alles dann zusammentragen, gucken, ob es irgendwelche Unstimmigkeiten gibt und nur bei dem leichtesten anzweifeln, dass es irgendwie von den Weiß, also dass es von der anderen Seite kam, so im Sinne, wir können nicht fest sagen, dass es die Indianer waren, beim besten Willen vielleicht das Strafmaß sehr niedrig ansetzen oder halt gar nicht ansetzen.
Also, wenn sich letztendlich nicht aufklären lässt, wer angefangen hat, wäre es blödsinnig, jemanden einfach nur, weil es Indianer sind. Das wollte ich damit sagen, um sozusagen denen zu zeigen, wir sind auf Verhandlungen immer noch einwillig. Wir vertreten das Gesetz und prüfen auch, ob von unserer Seite nicht ein Fehler gemacht wurde. Ich würde da eher ein Stadtverbot aussprechen. Oder das. Und die Strafe haben sie ja jetzt sowieso schon, weil sie die ganze Zeit jetzt Jetzt, am besten sollte das nicht zu lange sein, dass man feststellt, dass es einfach schnell die Befragung gemacht werden, dass man feststellt, das würde ich machen und dass vielleicht sie an Monsieur da nochmal gehen und ihm sagen, dass vielleicht nur die Patronenwaffen einbehalten werden. Ja, wir müssen Garrett mal dazu holen. Weil die Bögen könnte ich auch mal eben machen, weil die Bögen sind denen halt wirklich heilig. Ja, wäre nett, wenn du uns Garrett mal dazu holst. Mit ihm sprechen, wenn er damit fein ist. Aber ich meine. Ich habe den Vorschlag schon gegeben. Warte mal. Garrett, wie siehst du das? Wir wollen natürlich jetzt erstmal versuchen aufzuklären, wer den ersten Schuss hier abgegeben hat. Ne? Wenn sich das nicht eindeutig erstmal aufklären lässt. Lässt sich nicht, Peters. Wir haben zwei unterschiedliche Aussagen. Also die haben wir schon alle Bürger befragt, die dabei waren? Die drin sagen, es wurde eindeutig geschossen vom Büchsenmacher aus. Ja, die Aussage kennen wir ja schon. So, und die Leute, die ich gerade befragt habe, sagen, die Indianer hätten zuerst geschossen. Also Aussage gegen Aussage. Gegen Aussage. So, die Sache ist jetzt, zumindest zwei von denen, Katori und Nokona, weil wir haben jetzt alle vier Namen, haben mir und Bree felsenfest versprochen, hier in Valentine keine Scheiße zu bauen. Dann können wir Bree gleich nochmal befragen, dass es irgendwas zwischen ihr und den Indianern, und weil ich sie geheiratet habe, bin ich damit reingerutscht. Wir hatten auf die Idee gekommen, wenn es so oder so sich um eine Aussage gegen Aussage handelt, wie es momentan ist, dass man die jetzt rauslässt, die Schusswaffen, ich weiß nicht, alles entweder Waffen ab wieder zurückgibt, weil das Problem ist ja, da will alle Sachen, die wir denen abgenommen haben, einbehalten. Das würde ich nicht tun, vor allem die Bögen nicht. Ich würde sogar vorschlagen, dass wenn sich nicht eindeutig feststellen lässt, wer angefangen hat. Dass wir sie rauslassen. Und dann eher ein Stadtverbot. Alter. Genau das, Peter, das hätte ich zum Schutz, zum gegenseitigen Schutz dann vorgeschlagen. Vor allem um Friedensgespräche nicht zu blockieren. Der einzige Angriff, der sich klar belegen lässt, ist der von der Dame gegen mich. Aber dadurch, dass sie sich bei mir dafür entschuldigt hat und ich, sagen wir mal so, die Hand mit dem Messer vor meinem Gesicht noch abfangen konnte und ihr dafür den Revolver auf die Schulter gedrückt habe und abgedrückt habe, hat sie schon Strafe genug gekriegt. Aber wie gesagt, dass man halt, wenn wieder zu, dass wir halt auch zeigen, wenn Aussage gegen Aussage ist, dass wir auch den Indianern so viel Glauben schenken, dass wir sie gehen lassen und sozusagen. Ja, genau, so weil wenn wir jetzt nämlich sagen, wir sind auf der weißen Seite, dann wird es immer heißen, wir werden immer wie ein Stück Dreck behandelt. Und wie gesagt, wenn Aussage gegen Aussage, können wir keine Waffen einbehalten, das heißt, alle Waffen werden abgeschossen. Du wirst ja auch keine Klarheit schaffen, weil die Bürger Valentines werden, da wird keiner kommen und sagen, oh ja, ich habe im Übrigen als erstes geschossen. Also nehmen Sie Ihr Pferd, wir schon. Also wie gesagt, also beste Möglichkeit, alle Waffen zurückgeben. Ja, ich weiß nicht, wo mein Pferd ist. Freilassen und denen sagen, dass er am besten heute nicht mehr in der Stadt sein soll. Wir hatten die Waffen alle abgenommen, wisst ihr das? Hadar hat ihn seine Gefängniskutsche, soweit ich weiß. Alle? Okay, gut. Nee, es ist irgendwo. Ich habe gesagt, meine Waffen immer an Anderson und Hadar gegeben. McFlint hatte Waffen, aber die sind, glaube ich, letztendlich alle in der Kutsche gelandet. Ja, also wie gesagt, vor unserem Gespräch hätte ich jetzt nämlich den Vorschlag auch gebracht. Gut. Ich habe nämlich keine Lust, dass hier wieder Tag für Tag die Indianer stehen und uns mit Fallen spicken. Wir haben die Mannstärke nirgends. Ja, das kommt noch erschwerend hinzu. Zumal wir, glaube ich, alle andere Probleme aktuell haben, die sich in sämtlichen Countys rumtreiben. Zudem haben wir momentan anscheinend eine Entführung von Henry Smoke. Der ist wieder aufgetaucht im Übrigen. Ah, perfekt. Ja. Wenigstens eine Sache weniger. Genau, das hat Parker schon erledigt gehabt, zum Glück. McLean? Hast du noch Waffen? Ist das so in Ordnung, auch aus seiner Sicht. Ja. Ich schaue nur noch, ob da oben nicht jemand noch liegt. So in Ordnung. Waffen? Alles, was die Sache jetzt ein bisschen beruhigt, ne? Vor allem, wie ihr schon dachtet. Ich war ja sowieso nicht dabei, aber... Die Valentiner Bürger sind ja sowieso immer angespannt, wenn es um Indianer geht. Und es kann so rum gewesen sein, In Rhodes haben die Indianer, waren sie zwar auch aufgebracht, haben nichts getan. Also, ja.
Ich würde aber vorschlagen, die nicht durch die Haupt-, durch die Vordertür rauszulassen, sondern vielleicht eher durch die Nebentür. Und dann McFlynn hat noch Waffen, aber dann so schnell wie möglich vollziehen, damit die Indianer nicht nochmal aufgebracht werden. Mhm. Gegen auch hier auch das so machen, dass man es möglichst nicht vor den Bürgern hier mitten auf der Straße macht. Ja, ja, oder ein paar zwei Deputies, die Bürger bitten, alle zum Stall und wir machen es. Nein, ich werde jetzt Sternheim gleich die Order geben. Alle Bürger, die in Valentine sind, werden sich im Saloon versammeln. Dann kriegen wir jetzt nämlich noch eine Ansprache von mir gleich. Okay, dann kümmere ich mich darum, dass die Indianer freigelassen werden, währenddessen. Ja, richtig. Irgendjemand sollte noch Herr Hader in Kenntnis setzen. Ja, das war ich. Nicht, dass der gleich und hier, ist sehr aufgebracht. Ja. Ich schreibe dann das Ergebnis von der ganzen Geschichte hier dann dem Government. Alles klar. Gut, dann werde ich Hader jetzt nochmal kurz reinholen, dann hat Sternheim Zeit, sich das Ganze zu machen. Und okay. Und dann, wenn du mit denen redest, versuche ich die so schnell wie möglich über die Hintertür rauszubekommen. Alles klar. Mhm. Gut. Na, sehr gut. Also. Na gut. Hast du das eigentlich mitgekriegt, was ich dir vorhin über den Golden Zirkel erzählt habe? Dass die in Blackwater gesehen worden sind. Ja? Dass du müsstest es gleich nochmal wiederholen, ich hab's wieder mit der Ohren. Dass sie es in Blackwater gesehen haben. Ja. Alle wieder versammelt im Blackwater als Golden Zirkel und haben bei dem, ich glaube bei dem Büro von Hunter, haben sie am Lagerfeuer gesessen. Unverschämt. Wirklich unverschämt. Unglaublich. Ach, Johnson hatte ich noch in Sunny getroffen. Danke, DTOS, für 2 Monate. Vielen lieben Dank. Nichts Besonderes, außer dass er noch eine. Kira hat ja gemeldet, er hat ein Haus übernommen, wo 19 Moonshine-Flaschen drin waren. Das habe ich mal weitergegeben. Wir haben den Vorbesitzer Miss Jane Hunter ermittelt und Radar kümmert sich dann drum. Ansonsten hat er auch nur mit Herrn, mit unserem Zeugen gesprochen. Und der hat, es gab ja die Aussage von entweder Dinkelbrett oder Freiburg, ich hätte dem Zeugen gedroht, damit er diese Aussagen trifft. Das hat Herr Johnson in einem persönlichen Gespräch mit Herrn Later. Natürlich habe ich dem nicht gedroht. Der hat das ja selber vorbereitet, alles der Later. Ja, alles gut. Hat sich nur was bestätigt, was sowieso schon. Der hatte nochmal wegen Mr. Lake nachgefragt. Oder irgendwer hat. Nee, Hadar hatte mich nach Lake gefahren. Da habe ich ihm das nochmal gesagt. Nee, geht gar nicht. Jo, was würdest du da bei den Marshals auch ein Telegramm eingegangen, was wohl fälschlicherweise an das Government gegangen ist und zwar, dass er mit Mr. Davis, also mit Ada, ein persönliches Gespräch haben möchte wegen dieser Sache. Ja. Mhm. Und auch wegen der Sache, wo er in Blackwater als alles andere als guter Deputy aufgefallen ist, als Aufrührer für jemanden, dem ich noch eine Moralpredigt darüber halten muss, was es heißt, auf eine Stadt aufzupassen und Sicherheit auszustrahlen und nur Scheiße zu machen wie der. Oh Mann. Oh Gott, ich komm auch weg. Wolke wollen MacDagger dann stellen. Was? Genau. Also, naja. Da kommen wir mal rein, ich stehe mal im Regen hier rum. Und haben uns beleidigen. Ich glaube, ich wüsste, die anderen haben dann erzählt, oben auf diese Balkon, wie heißen, und haben dann angefangen zu schießen auf Audi. Uns. Audi! Ja, Pizzas. Kat. Audi. Ja. Hat man euch schon verkündet, wie es jetzt weitergeht? Haben. Mr. Wie heißen, Peter? Ja, bitte, Peters. Also dann, ich müssen... sei Mann genug auch, um mich in dieses entschuldigen, dass nicht immer sein, dieses Rothaus alleine schuld. Keine Ursache. Wenn sich nicht eindeutig klären lässt, wer angefangen hat, kann man auch nicht einfach eine Partei einsperren. Das geht nicht. Das erste, was fielen, waren eine Schuss. Keiner hat eine Donnerbüchse draußen.
Ja, ihr sagen wir mal, die Bürger und genauso wie ihr hattet welche dabei. Ne? Aber die wir hatten nicht in der Hand. Die sagen, ihr hättet angefangen, ihr sagt, die hätten angefangen. Ich stand ja selber gegenüber, aber ich konnte selber nicht genau sehen, wer ist endlich den ersten Schuss abgefeuert. Ich wisse nur noch, ich war mit dir am Sprechen, Peters. Ich wisse nicht mehr, ich war ja überrascht, deswegen fingen an. Und mir tut es auch leid, dass ich auf euch schießen musste. Ich habe nur gesehen, dass auf Bürger geschossen wird. Und dann muss ich natürlich auch an. Das tut mir natürlich auch leid. Ich habe gesehen, wie wurden Schießen auf meines eigenen Brüder und Schwestern und auf meines eigenen Sohn. Das Einzige, was ich bezeugen kann, ist, dass die Dame in der linken Zelle mich angegriffen hat. Aber sie hat sich bei mir entschuldigt. Gut. Ich hab keinen Schaden genommen. Sie hat dafür von mir eine Kugel gekriegt. Und ich denke, das ist damit mehr als getan. Dürfte ich fragen, ob es Neuigkeiten gibt oder wird immer noch nach Plan gearbeitet? Bitte? Wird immer noch nach Plan gearbeitet oder gibt es Neuigkeiten? Nö. Okay, weil die Kutsche kommt gleich, McFlint steht mit den Waffen gleich bereit. Wir warten nur noch auf den richtigen Moment, genau, euch rauszulassen, da wir nicht möchten, dass die Bürger und ihr nochmal aneinander geratet jetzt. Ja? Also wir haben eigentlich keines Ziel, hier nochmal wieder reinzukommen. Ja. Nein, nein, aber das nicht jetzt, wenn ihr jetzt hier rausgeht und wir lassen euch lieber hinten raus, dass nicht schon wieder Streit entsteht. Ich guck mal, wo die Kutsche bleibt. Wissen wir, aber wir seien dieses nicht unüberlegend. Weiterhin wollte ich noch fragen, ob irgendeiner von euch medizinische Versorgung braucht. Möchte einer von euch nochmal einen Medizinmann sehen? Wir haben Pizzuta. Seien diese Brüder. Bree ist da. Also wenn ihr wollt, kann ich sie auch reinholen und ja. Hol sie ruhig mal rein. Okay. Aber Peters, du mich kennen. Du wirst ja nicht sein, ein Freund davon erst zu reden, ne? Ja, und du weißt auch, ich bin auch keiner, der sofort anfängt zu schießen. Also deswegen, wie gesagt, es tut mir auch leid, dass ich dann irgendwann ab einem gewissen Punkt dann auch gezwungen war, mitzuschießen. Haben verteidigt deine Leute, so wie ich haben verteidigen meine Fleisch und Blut. Garrett kümmert sich um die Kutsche. Bree ist da. Hey, Bree. Howdy, Bree. Brauchen Pizzuta. Okay. Ich habe dann... Mir wurde eine Dame... Norden versorgt und ja. Ja, bitte. Mir hat Adams gesagt, ich habe da noch was drin stecken. Das Kriegsbeil ausgegraben wurde, deswegen dachte ich, sehr plötzlich. Ich habe versucht, noch sehr beruhigend auf die Bürger einzuwirken. Okay. Ich habe es auch kurzzeitig dazu gebracht, ihre Waffen weg aus der Hand zu nehmen und in den Büchsenmacherladen sich zurückzuziehen. Und dann kam, erst hat Herr Sternheim die Herrschaften aufgefordert, dass sie sich auch an die Regeln in der Stadt halten sollten. Das war vielleicht ein bisschen vom Zeitpunkt her nicht ganz geschickt, aber natürlich sein gutes Recht. Dann kam irgendwann aus dem Büchsenmacherladen irgendwas mit Rothaut. Daraufhin hat einer die waren sowieso schon sehr wütend, vom Pferd gesprungen und dann irgendwann fiel der erste Schuss. Wer wirklich zuerst geschossen hat, lässt sich nicht mehr feststellen. Aber es ist jetzt hier kein Krieg. Ich brauche ja auch noch was trinken zu essen. Sagen wir mal so, wenn wir jetzt die Indianer einfach bestrafen würden, denen alle Waffen wegnehmen würden, könnte ein Krieg das Resultat sein. Allerdings ist ein Krieg kurz vor der Schwelle. Also man sucht die Kavallerie, weil die... gerade quasi raus. Ja, genau. Die Sache sah vorhin ganz anders aus, aber es hat sich mittlerweile jetzt anders ergeben und beruhigt. Okay. Deswegen versuchen wir das jetzt friedlich zu klären. Ja, wunderbar. Versuchen die Leute, die Indianer aus der Stadt rauszukriegen, sodass es nicht direkt vor den Bürgern stattfindet, damit nicht ein neuer Konflikt jetzt entsteht. Was ist möglichst besser gar nicht mitkriegen, dass wir die jetzt schon rausgelassen haben. Nee, hervorragend. Ich hätte ansonsten heute das Gespräch mit Franz Walter Freiburg. Na, wundervoll. Herr Johnson hatte auch das Gespräch mit Herrn Leiter, weil er die Behauptung im Raum stände, ich hätte da den Zeugen gedroht, damit er das überhaupt so aussah. Das hat sich natürlich nicht als wahr herausgestellt, ist auch Blödsinn. Alles gut, das sollen die dann unter sich aufteilen. Bitte dann einmal... Und was angenehm das Gespräch. So Ich will nicht stören, aber wir wären so weit, dass die rauskommen. Dann lassen sie sie raus. Okay, gut. Im Prinzip ging es darum, dass er ja nichts gemacht hätte.
Ja. Und der, wie heißt der, Dinkelbrot war auch dabei. Der hat ja auch nichts gemacht. Genau, der hat auch nichts gemacht, der hat nur Fahrkarten verkauft. Genau. Ich habe heute noch von unserem Zeugen noch eine Abschrift des Telegramms gekriegt, womit Herr Franz-Walter Freiburg mit den Initialen F.W. wie es man eine Bestellung bestätigt hat. Also die Bestätigung der Bestellung oder des Termins über die Menge. Alles gut. Wie gesagt, das ist ja, ich wusste, dass der Herr schwierig ist, deshalb habe ich besonders akribisch gearbeitet. Ich hoffe, das war hilfreich. Ja, auf jeden Fall. Ich habe die Tage nochmal ein Gespräch mit ihm, weil ich ja noch einmal Nachforschung haben wollte. Weil ich den Sachstand und den Bericht noch nicht durchgelesen habe, war ich vielleicht nicht ganz so gut vorbereitet. Ja, der Bericht ist sehr umfangreich, aber halt gemerkt. Sehr gespickt mit sehr wichtigen Informationen, auch vor allen Zeitpunkten, damit man auch die Zeitlinie nachvollziehen kann. Genauso wie natürlich ich jetzt natürlich auch doch dazu jetzt auch abgeheftet habe, was ja auch in dem erwähnt ist, dass da halt auch, wie gesagt, der Zeuge auch bedroht wird, ne, und unter Druck gesetzt wird. Nee, wunderbar. Ja, ich bin mal kurz pinkeln. Ich bin gleich auch wieder da. Alles klar. Entschuldigung, dass ich hier gerade dazwischen geredet habe, aber alles gut. Übrigens, mit Laurent habe ich auch alles auch auf persönliche Art und Weise ausräumen können. Er hat sich nochmals auch auf persönlicher Ebene nochmal entschuldigt. Hat auch mit mir ausgeräumt, deswegen, der auch das Gefühl hatte, wir vertrauen ihm nicht mehr. Er hatte so das Gefühl seit dem Gespräch da, was wir hatten mit Bree, Clary, ihm und Garrett, dass wir da kein Vertrauen mehr hätten. Und wie gesagt. Ray, da drüben möchte auch noch eine Dame. Kann ja auf den schnell. Dann können wir nämlich schon mal diese Seite rückwärts um die Waffen kümmern. Es geht einfach um diese Mitnahme. Naja. Ja, also. Na, aber Hauptsache, es ist ausgeräumt. Ja. Ja, und ich denke, man kann ihm auch wieder vertrauen. Ja. Ist überzeugend, dass Miguel Garcia sauber ist, obwohl er ihn erst ein paar Wochen kennt, habe ich ihn auch auf persönliche Art und Weise, habe ich ihm auch von Freund zu Freund auch geraten, er soll auch aufpassen. Ja. Weil die zwei Herren mir folgen? Ja, weil er vertraut ihm schon recht schnell. Übrigens, Daniel, ich habe heute mit Laurent geredet, wir haben auf persönlicher Basis auch alles aus dem Weg geräumt. Und er hat sich nochmal auch auf persönliche Art und Weise bei mir entschuldigt und ich habe das auch angenommen. Nein. Und da wird hier Prie wieder gehen. Alles klar. Dame hier in der Zelle, noch jetzt mich drauf verstehen. Die Dame mit der weißen Haarenfarbe. Ja. Ja, können wir dann wenigstens. Mit Thief's Landing, hast du das schon gehört? Nein, grob, aber nicht wirklich viel. Ah, da ist irgendwie ein neues Haus entstanden und groß, weiträumig mit so einer Art Palisade eingezäunt, die Ortschaft. Okay. Mal gucken, was dabei dann später rauskommt. Sorgen Sie mal bitte dafür, wie gesagt, dass da hinten keine Blicke von Zivilbevölkerung fallen. Von Hadar. In diesem Bereich dort hinten und in dem Ausgangsbereich. Entschuldigung, das habe ich jetzt mal halb verstanden. Ich auch. Hier gab es wohl einen Bewerber in Valentine, wo Hadar den Marshall Service geschrieben hat. Mr. Lake. Ach so. Hat er mich schon darauf angesprochen. Mr. Lake hat einerseits mal die Aussage getätigt, dass er Herrn Davis gerne mal eine Kugel in den Kopf jagen will. Das hat damals auch schon dazu geführt, dass es ein Bewerbungsverbot gegeben hat. Der hatte sich auch schon mal in Armadillo beworben. Danach ist Herr Lake dann nochmal sehr aufgefallen, und zwar sehr, sehr negativ in Blackwater, als er diese berühmte Stadtführung veranstaltet hat, wo es zu einer Störung des öffentlichen Friedens kam und zu einem Gespräch auch mit uns. Und wo ich Herr Lake sich äußerst uneinsichtig und uns auch auf eine gewisse Weise versucht hat, auch irgendwie, ganz platt gesagt, zu verarschen. Also ist das geklärt soweit? Ja, also das ist niemand, mit dem wir arbeiten möchten im Department.
Ich glaube, da, ja, da kann man gerne von absehen. Er ist auch in Blackwater damit aufgefallen, dass er versucht hat, die Leute aufzurühren. Ja, zumal ist er auch damals als Deputy in Blackwater, hat er auch nicht gerade geglänzt. Was seine Arbeit hatte nach einiger Zeit ziemlich nachgelassen, was nicht nur die Aktivität angeht, sondern auch Informationsfluss, Vertrauen und diesbezüglich, dass er mit der Führungsqualität der höheren Ebene absolut unzufrieden sei und daraufhin halt diese Aussage dem Stadtsheriff Mrs. Adams damals gegenüber, er würde Mr. Davis gerne mal ins Gesicht schießen. Ja, gut. Genau. Sympathisch, oder? Hm. Ansonsten hier im wie nennt man dieses viereckige Ding? Briefsortier Kasten, Telegrammkasten. Ja, oder so. Regal. Hm. Hat Sternherr wohl was hinterlegen lassen. Hm. Hm. Ich schau mal noch. Was haben wir denn da? Stellen haben. Für alle. Ich glaube, das wird nicht möglich sein, weil das meiner Kenntnis und also ich würde behaupten, ich bin mir aber nicht sicher, weil nee, das ist Person oder Stamm. Ja, also das waren ja die Häuptlingsdame. Also auf die Mohawki, okay. Alle Indianer würde ich erst sagen, nein. Hm. Ja, nicht zulässig. Beim Government beantragt. Ja. Ich denke, Herr Garrett, so wie wir eben besprochen haben, wird das für die Mohawki aussprechen. Ja, vollkommen in Ordnung. Ich gehe mal eben zu Sternheim und rede mit dem. Mhm. Also noch. Schreibe ich ja schnell ins Gabriel. Vielleicht auch eine Provokation, das Ganze irgendwie. Sternheim wollte Indianer ja sowieso nicht mehr da haben. Ich weiß es nicht. Falschaussage der Akte, vielleicht war das auch irgendwie, hat ihn das ganz gut jetzt in die Hände gespielt. Ja, naja, alles gut, deswegen sage ich ja jetzt eben. Wenn es um riskante Sachen geht, ja. Ich will mein Messer wieder haben. Das ist so cool. Aber dann, Brie. Gerne. Achso.
Ah, McFlynn kommt auch gleich. Ich schreibe gerade, die Lage konnte in Wellington erstmal deeskaliert werden, da sich nicht mehr feststellen ließ, wer die Schießereien welcher nachher auf beiden Seiten zusammen bis zu 20 Personen beteiligt waren, angefangen hat, wurde auf eine Bestrafung verzichtet. Dies diente, um keinen Krieg auszulösen, da eine Bestrafung ohne klare Feststellung der Schuld als unrechtmäßig anzusehen ist, unserer Meinung nach. Die Indianer und Bürger hatten zahlreiche Verletzte zu bekunden, mit Gottes Segen gab es keine Toten zu beklagen. So, okay. Oder sollte ich das ein bisschen anders schreiben? Nö, ich finde das gut so. Ja. Ich habe doch gar nichts bekommen. So viele Waffen ja auch nicht können dieses tragen. So. Ich hoffe, den Pferden ging gut. Ja. Hört es sich nicht, aua, bei den Pferden, au. Und die da hinten, wenn ihr das seht, das Pferd, das hat zum Beispiel auch noch eine Satteldecke. Das könnte eins von euren sein. Und könnte ich rausnehmen, diese Bogen, zum Schauen, ob es sein meine? Ja. Hatten Sie ein Messer? Was sein? Ich hatte ein Allzweckmesser. Oh, mir fehlen auch noch Allzweckmesser. Meine Kochmesser. Kannst du eigentlich meine Rolling Block auf dem Pferd? Gut, Peter, ich mach mich wieder auf den Weg. Ich muss mich um meinen Mann weiter kümmern. Mach das, Ketten. Danke, dass du da warst. Ihn noch ein bisschen umsorgen. Ja, mach das. War auf jeden Fall sehr hilfreich, dass du noch kurz da warst. Und das sei mit Spaß. Das hat sehr geholfen. Naja, eigentlich. Und wenn du noch haben diese Messer, dann ist das nicht so schlimm. Die Unterstützung war da, indem ich anwesend war. Als Steckmesser, ich hätte noch gerne. Auf jeden Fall. Na gut. Nächste seelische Beistand. Ja. Vielen Dank. Bis morgen, ciao. Vermissen Bogen. Schlaf gut. Ich vermisse noch diese Messer, aber es sei nicht so schlimm sonst. Unsere Chefs sind nicht also gerade nicht so schnell, weil sie sehr viele Waffen sortieren müssen. Also ein bisschen Geduld. Ich will alles haben, was wir abnehmen. Haben Dank. Okay, wenn noch wenn ihr alles habt, dann bitte ein bisschen weiter nach hinten gehen. Es fehlt noch eines Bogen. Ja, ja. Dann können wir das so. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, wenn ich vom Gohammer wiederkomme. Das hat jetzt keiner erwartet. Was soll denn wir sagen, ne? Aua. Ich hoffe, ihr könnt das mit der Kavallerie noch irgendwie klären, weil das, naja. Das ist natürlich... Ansonsten, wenn vielleicht einer von euch schreiben kann, an die Telegram Nummer 1 ein Telegramm schreiben, dass ihr reden wollt. Ja. Für mich immer schreiben, diese, wo stehen hinter diese Gitter. Ja, der macht das bestimmt auch gerne. Wie gesagt, an die Nummer 1. Ja. Das ist am besten. Dass wir mit dem Governor sprechen. Ja, genau. Am besten nicht mehr von Stadt zu Stadt reiten, vielleicht, um das einzufordern. Am besten, wenn ihr mit jemandem reden wollt, direkt an die 1 einfach schreiben. Das ist, glaube ich, die beste Möglichkeit momentan. Weil das geht an den Governor und dann die Kavallerie gleichzeitig.
Oder du hast einen Bogen? Wenn ihr das Gefühl habt, dass nichts passiert, dann schreibt notfalls mir. Oder an die Bogen noch fehlen, hm? Ja. Bin ich da? Ein Bogen fehlt. Ja, werden denn abgenommen? Von wem? Angeschossen gerade wurde von dem Medianerüberfall zusammen, damit wir dich nach Strawberry bringen. Mehr kann ich jetzt aktuell nicht sagen. Setz dich doch gerade einen Moment vor die Praxis auf den Stuhl. Ich komme dann gleich zu dir, Billy. Na da, bitte schau noch mal in der Kutsche nach. Oder irgendwo. Nein, in der Kutsche ist nichts mehr. Aber es fehlt ein Bogen. Aber ich habe keinen Bogen mehr. Soll ich einen Aster brechen und einen Seil drum rumspannen? Ist der Bogen halt weg, mir doch egal. Ja,